Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Wir spielen ja heute mit Icarus auf Gomme und wir spielen gerade einmal ohne Tickbase. Tickbase ist eh tatsächlich nur testweise drin. Und ich wollte einmal ganz kurz das Move Correction Modul zeigen, was immer einmal springt, um die Combo aufrechtzuerhalten. Und wie man sieht, gibt man dadurch immer Double Hits. Einfach nur W gedrückt halten. Also noch einfach geht es ja nicht. Es gibt ja immer wieder die Leute, die sich beschweren. Man muss voll schwitzen mit Kleinen. Es ist voll schwer, hier A und D zu spammen. Und hier, wie man bei dem Typen direkt sehen kann, man gibt halt immer die Double Hits. Man gibt, auch wenn er wegläuft, meistens die Double Hits, weil es halt mit Backtrack dann noch besser funktioniert. Ich könnte natürlich auch eine Runde ohne Backtrack spielen, aber so sieht man es noch besser. Und ja, das ist nicht mal mit Tickbase. Tickbase ist gerade auch nur eine Testweise drin. Es ist noch nicht fertig. Und ja, das Update ist übrigens auch schon seit knapp 2 Wochen so released im Client Launcher. Die Configs wurden nur nicht geupdatet. Es ist so geil, immer wenn er mich wieder versucht zu attacken. Einfach so gut. Ja, die Configs wurden geupdatet hier auf Gomme. Und die anderen wurden removed, die outdated waren. Habe ich Keksbett endlich mal gesagt. Wie man unten hier sieht, Gomme updated 4.1. und MushMC sollte nochmal funktionieren. Und demnächst kommen auch noch mehr Configs. Also Keksbett arbeitet gerade an sehr vielen anderen Servern. Das ist sehr nice. Ja, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde, wo ich ja noch einen Scaffold Walk und Tickbase und so weiter zeige. So, da sind wir in einer kleinen Runde Build UHC, einfach kurz um den Scaffold Walk zu zeigen. Ich werde natürlich auch dem nächsten Bad Wars Video oder so damit aufnehmen. Aber wie man sieht, diagonal geht, nach oben springen, diagonal geht und dann ist da halt so eine Glasscheibe. Das ist dann natürlich problematisch. Aber es geht perfekt, ohne Flags, ohne alles. Es ist halt eine perfekte Godbridge überall hin eigentlich. Und ja, gut, der will einfach nicht gegen uns kämpfen. Ist in Ordnung. Also da sieht man die Double Hits halt wirklich immer perfekt. So, Hit, Sprung, okay, dann spielt es einfach nicht springen. So, Hit, Sprung, Hit, okay. Warte mal, gewinnt der jetzt gerade? Der war einfach am Durchgäppeln. Okay, kranker Typ auf jeden Fall. Wirklich sehr, sehr kranker Typ. So, Hit, Sprung, Hit, Sprung. Und das funktioniert wirklich perfekt. Das funktioniert nicht. Das ich natürlich auch auf jedem Server, wenn es auf Intel funktioniert. Und ja, wir spielen erstmal weiter on the sword, beziehungsweise, ja, wollte gerade in Ranked gehen, aber dann einfach nicht. Jetzt machen wir einmal kurz noch das Testmodul dazu an. Das ist das Test-Tickbase für Gomme. Da muss noch die Prediction um einiges verbessert werden. Okay, danke für nichts. Und wenn die Prediction verbessert wurde, dann ist das halt wirklich auch echt geisterkrank. Es ist jetzt schon sehr stark mit Tickbase und der Move Correction zusammen, aber ja, es wird noch viel, viel besser. Okay, der hat direkt keinen Bock mehr, oder was? Und soweit ich das jetzt wirklich verstanden habe, der 80-Euro-Client hat halt kein Tickbase mehr, was funktioniert, wenn man nicht eine gewisse Spielzeit auf Gomme hat. Was sehr, sehr schwach ist, weil jeder Client in unserem Shop, selbst Lirium, hat ein Tickbase, was funktioniert, ohne Spielzeit auf Gomme zu haben. Also keine Ahnung, 3 Clients im Shop haben Tickbase, was funktioniert. Hab keinen Bock auf die Scheiße. Ach ja, das ist nicht schön. Dann mache ich einmal Tickbase aus, wenn ich in der Ecke bin und das macht eh keinen Unterschied. Und ja, ich denke mal, das ist eine ganz coole Sache, wenn man bei mir 1000-mal weniger zahlt als bei anderen Leuten für die Clients und da trotzdem überall Tickbase funktioniert. Es wird mir schon sehr stinken, so einen Client zu haben. Suchen können wir auch einmal ein bisschen, weil ja, Autosuch ist ja auch im Client. Und keine Ahnung, ich bin gerade sehr, sehr zufrieden mit meinen Clients. Also jeder Client im Shop ist eigentlich echt sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, ja, Icarus muss ich sagen, Config-Updates war jetzt ein bisschen doof, dass das Update seit knapp 2 Wochen draußen ist, wieder für Gomme richtig geupdatet wurde und halt einfach keine Configs drin waren. Und wie schnell soll eine Runde vorbeigehen? Einfach ja. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm mit dem neuen Update, was eigentlich nicht mehr neu ist, nur ich hatte keinen Bock mehr eine eigene Config zu machen, aber Fun Fact, das ist meine eigene Config für Icarus. Also, ja. Ah ja, Tickbase kann ich auch mal wieder anmachen. Dann funktioniert das natürlich noch.
mal ein bisschen besser. Das, dieses Standbild, was man gerade gesehen hat, das ist ein kleiner Bug in Icarus, das wird noch gefixt. Das Update sollte tatsächlich sogar schon, bevor dieses Video online ist, wahrscheinlich schon wieder online sein. Und ja, also dann habt ihr auch die Standbilder nicht mehr. Und wenn ihr, wie gesagt, Tickbasen wollt, dann einfach das Testmodul Aufgabe benutzen. Das alte Tickbase ist halt für andere Server gedacht. Ich denke mal, da wird Kicksbait dann einen Mode für einbauen. Und oh mein Gott, das muss echt gefixt werden. Das ist gar nicht mehr... Wo kam gerade die Potato her, die der aufgesammelt hat? Irgendwelche komischen Dinge passieren. Da stand halt auch gerade, dass der Gegner disconnected ist im Chat. Obwohl er nicht disconnected ist. Keine Ahnung. Sehr, sehr komisch hier alles. Und da sieht man halt wirklich perfekt, wie das Tickbase noch besser funktionieren könnte, wenn die Prediction perfekt wäre. Weil es gerade, sagen wir mal, 50% der Zeit perfekt in die Range tickbased. Dann man den Doppelhit bekommt, teilweise auch mit Tickbase nochmal in Doublehit drin. Und das ist wirklich sehr, sehr krank, weil ich drücke, wie gesagt, die ganze Zeit nur die W-Taste. Und es funktioniert einwandfrei und man gewinnt durchgängig, ohne sich zu konzentrieren. Wir sind es in der nächsten Runde wieder. Das ist übrigens ja auch wieder ein Ranked. Falls man gerade meine KD rechts gesehen hat, 3 Matches gewonnen im Ranked, keins verloren. Ich habe mein Tickbase aus, das ist nicht gut. Weil wenn ich im Kampf bin, habe ich nicht so Bock, das anzuschalten, aber... Junge, selbst ohne Tickbase ist Icarus halt so stark, allein durch das Backtrack und durch die Move Correction. Also ich bin halt wirklich gerade wieder mindless nur am B drücken. Ich meine, es läuft ja sogar teilweise in seine Richtung. Ich versuche nicht mal zu resprinten oder sonst irgendwas. Macht halt wirklich alles von mir alleine. Von alleine. So. Und ja, man sieht das Ergebnis. Es ist einfach nur gut. Wenn er da mal aus seiner Ecke rauskommen würde, dann würde er auch wieder Kombos kassieren. Ja. Gut, ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit Icarus. Haben sich ja viele in meinen Kommentaren gewundert, warum keine Videos mit Icarus kamen. Die Antwort war, weil die Configs nicht geupdatet wurden. Jetzt habe ich sie selber geupdatet und sie ist in Icarus drin. Aber wie gesagt, in den nächsten Tagen kommen dann auch mehr Configs für andere Server. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel geplant. Eigentlich für jeden Intafe-Server wird eine Config da sein, denke ich mal. Und scheiße. Ich habe vergessen, wenn man im Kampf das anschaltet, was ich gerade sogar gesagt habe, bevor ich das gemacht habe, dass das Tickbase dann so anfängt zu laggen. Jetzt bin ich einfach irgendwie komplett aus dem Server rausgetimed. Alles klar. Ja, wir sind uns gleich in der nächsten Runde. So, da sind wir jetzt hier. So, da sind wir jetzt hier auch wieder in der nächsten Runde. Guten Tag, Siberia 13. Er durfte mich bis jetzt nicht einmal hitten. Keine Ahnung, wo der Gegner gerade war. Aber ja. Also hier sieht man es wirklich in der 5 perfekt am Arbeiten. Cat läuft einfach weg. Hallo? Ja, kämpft doch, dankeschön. Ah, er hättet sogar mal. Ist krank. Sehr, sehr krank. Übrigens habe ich davor versucht aufzunehmen auf Gomme mit einer VPN. Und es war unspielbar. Es war wirklich regelrecht unspielbar. Ich konnte den Typ nicht hitten. Also vor allem auch kein Knockback von dem Gegner verursachen. Und ich habe immer mehr als 100 Damage gemacht, als ich eine VPN drin hatte. Und ich hatte nicht mal einen 100er Ping. Trotzdem habe ich so gelaggt, wie ich gelaggt habe. Und der hatte ja mal wirklich gar keine Chance. Das war aber auch kein Ranked, bin ich ganz ehrlich. Weil Ranked mir gerade zu lange gedauert hat. Vielleicht finden wir jetzt abschließend nochmal ein schönes Ranked. Das wäre doch nice. Da habe ich einen schönen Skin gefunden. Der echte Gom-Gom-Skin. Junge, sehr schön. Wirklich sehr, sehr geil. So, da sind wir abschließend noch mal in einem Ranked. Wie man hier gerade im Chat auch gesehen hat. Und der ist direkt geliefert. Cool, dann noch mal eine Runde. So, da sind wir dann jetzt auch in der letzten Runde. Sogar mal hier gegen einen Badline-Spieler. Vielleicht wird das dann noch mal spannend. Wir machen das Tickbase wieder an. Oh, okay. Ja, die Double Hits gehen auf jeden Fall gut durch. Aber der bekommt teilweise weniger Knockback. Oh Gott, nein. Das Tickbase darf nicht laggen, Alter. Der Bug darf nicht auftauchen.
Aber Junge, wie er gerade wieder die Kombo seines Lebens bekommen hat als Badline-Spieler, das wird mir schon immer stinken. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht, weil wir einmal den Nachteil hatten, weil ich einmal angefangen habe zu laggen. Das ist schon sehr schön. Ja. Ich glaube, nein. Ja, okay, gut, ja. Das war eine normale Range auf jeden Fall. Gut, dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Video hier mit Gomma gefallen. Mit dem Account Rauch, UYT einfach. Wer sich an den Insider vom kein englischen Wörtervideo erinnern kann, da. Und ja. Kleines wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ikarus ist eigentlich gerade immer auf Sale. Bis er dann mal wieder aktive Updates bekommt. Manchmal hat Kekswert ja so mega ultra Lust. Und ja, kleines wie gesagt in der Beschreibung verlinkt. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Hilft mir immer. Und ja, Content ist sehr free. Mit freundlichen Grüßen. Ciao, ciao.